Ja, es ist eigentlich dann immer das Gleiche. Also auch wenn man unsere Ausstellung fertig gemacht hat, ist es eigentlich eher traurig, dass die Beschäftigung eigentlich mit der Sache vorbei ist. Die Arbeit Universum hier im Schulhaus Kern besteht aus drei Leuchtenobjekten und einer großen fotografischen Bandarbeit. Die Arbeit ist inspiriert von Schülerinnenzeichnungen, die ich hier in der Schule vorgefunden habe bei der Recherche. Die zeigten das Universum in einem Koffer und man sieht so, wie aus dem Koffer ein Planet herausfällt. Und ich fand eigentlich so diese Dimension schön, oder das hat mich begeistert, die kindliche Imagination von diesem schier unvorstellbaren oder von dieser schier unvorstellbaren metaphysischen Dimension. Es ist eigentlich schon ein Betongebäude, aber das hat halt trotzdem noch diese ganzen historistisch manierierten Elemente irgendwie hier vor allem so an den Treppengeländern kann man das ganz gut sehen, diese schmiedeisernen Arbeiten. Da habe ich dann konkret Bezug genommen irgendwie mit diesen drei Leuchten, die eigentlich hier in diesem Treppenhaus sich befinden. Und das Bild hat ganz konkret eigentlich Bezug hier auf dieses Zwischengeschoss auch, oder? Also es gibt eigentlich wie im Bild auch nochmal so eine Art imaginärer Raum. Es gibt also verschiedene Möglichkeiten, dieser Wand aber zu begegnen. Also es gibt bei mir schon so etwas wie ein existierendes Stammrepertoire eigentlich an Medien. Eben das ist vor allem Fotografie und Bildhauerei. Im Prinzip entwickle ich die Projekte eigentlich immer aus dem Kontext oder aus der Anlage selber. Und da muss man das natürlich überdenken, ob das mit diesen Stammmedien überhaupt geht.